Am Donnerstag ist Hollywood endgültig in Salzburg angekommen. Zum Mittag landete Tom Cruise mit seinem Privatjet am Salzburger Flughafen. Die Medien machten sich die Landung selbst zum Ereignis. Die Gruppe der Schaulustigen bestand hauptsächlich aus Fotografen, Kameraleuten und Journalisten. Für den Flughafen war das Ereignis eine Landung wie jede andere. Es ist ein ganz normales Standard-Business-Aircraft, eines der höheren Kategorien ist eine Gulfstream 4, das heißt ein Rolls-Royce der Lüfte für die Privatluftfahrt. Das Prozedere am Flughafen ist ein Standardprozedere und wir haben ein gut eingespieltes Team und es hat wunderbar funktioniert. Um 13.17 Uhr war es dann soweit. Der Privatjet mit dem Hollywood-Star war in Salzburg gelandet. Richtig gute Sicht auf den Jet hatten einige Bundesheer-Mitarbeiter, die zufällig oder absichtlich kurz zuvor gelandet waren. Letzte Anweisungen gab es noch einen Bodyguard und dann konnte die Luke geöffnet werden. 10 Minuten ließ der Superstar die Journalisten dann noch warten, bis er sich endgültig sehen ließ. Die einzige Salzburgerin, die dann persönlichen Kontakt mit Tom Cruise hatte, war eine Mitarbeiterin des Bodenpersonals. Noch ein paar Mal nett gewunken. Und dann ging's ab in die Limousine. Die wenigen Nicht-Journalisten unter den Schaulustigen waren größtenteils zufällig da und dementsprechend wenig beeindruckt vom Anblick des Superstars. Normal, Flüger ist schön. Den Rest haben wir nicht viel gesehen. Relativ unspektakulär, muss ich sagen. Ja. Wir haben halt mal ein paar Fotos gemacht. Ja, also wie war das jetzt? Unspektakulär. Und zumindest ein Gerücht konnte an dem Tag bestätigt werden. Tom Cruise ist wirklich so klein. Zumindest auf den zahlreichen Displays der Kameras und Fotoapparate.